Und damit herzlich willkommen zur 57er Klasse der German Moto Masters. Ich hätte es besser nicht sagen können wie der Philipp Hafenegger, der Chef himself. Stefan, die 7,5er, 600er hatten wir gerade schon. Frank Fischer mit einer 216,5 aus dem gestrigen Tag auf der Pole Position. Heute nach der Mittagspause gab es aber schon Rundenzeiten im Bereich von 2,15 tief. Nicht nur von Fischer, sondern auch von einigen anderen. Und so sieht's aus. Es hat sich von dem gestrigen Tag zu heute einiges entwickelt. Natürlich waren die Qualifyings zu dem Zeitpunkt schon vorbei. Aber diese rote Gruppe bzw. das letzte freie Training hat dann nochmal gezeigt, dass die Startaufstellung gar nicht so aussagekräftig ist, wie man es erst vermutet. Und da kommt sie auch schon an in die Startaufstellung. Ich mache mich parat mit der roten Flagge. Ich bin sehr gespannt, was sich dann entwickelt und wo die Zeiten dann am Ende wirklich landen. Wir werden es sehen. Wir beginnen mal etwas weiter hinten. Da ist nämlich auf der 10. Position Tobias Zimmermann mit einer 2,20. Aber auch der Herr Zimmermann ist deutlich schneller gefahren im heutigen Warm-up, kann man sagen. Genauso wie Marius Czernioch, Felix Sechschen, Michael Schmidt. Alle haben nochmal etwas im Petto. Frank Fischer, der die Pole Position hat, mit einer 2,16,5. Hört's, ist motiviert, hat natürlich auch noch einiges zu bieten. Alexander Kunig, wir erinnern uns vom Lausitzring, technischen Defekt, sollte jetzt alles fest sein an seiner Rastenanlage. Auch ihm wünschen wir natürlich viel Glück, hatte ein wirklich schweres Pflaster dort am Lausitzring, aber ich glaube, jetzt ist er hier bestens vorbereitet. Freie Training lief schon sehr, sehr gut. Und genauso wie dahinter Kim Schneider, der hier nicht in der Startaufstellung steht. Felix Teschen haben wir hier noch. Michael Schmidt. Nils Lorenz hier vorne natürlich mit der 23, auffälliger Helm von HJC, kann man gut erkennen. Kim Schneider, ich habe ihn vermisst, aber hier ist er. Fährt natürlich auch mit. Auch er am Lausitzring auf der zweiten Position ins Ziel gekommen. Ah, wir sind gespannt, drücken ihm die Daumen. Feld steht soweit, dann kann es auch losgehen in die Warm-Up-Lap. Wird ernst, 15 Minuten plus eine Runde auf dieser kräftezehrenden Strecke am Slowakiering für die 750er Klasse. Ihr seht es auch hier, volles Starterfeld. Christian Richinger sucht da hinten noch seine Position. Ah. Der Rest des Feldes steht. Auch Wilfried Küppers kriegt da hinten noch Unterstützung für seinen Startplatz von Philipp Hafenegger selbst. Die Reifentemperatur brauchen wir uns hier heute keine Gedanken machen. Ihr seht es oben, es ist angenehm schwül, kann man sagen, aufgrund des geringfügigen Regens, den wir hatten vor circa einer Stunde. Haben wir ein bisschen Luftfeuchtigkeit, aber die Temperaturen mit um die 20 bis 25 Grad, würde ich es jetzt mal gerade einschätzen, auf jeden Fall optimal. Trotzdem, die Strecke am Slowakiering fordert die Kräfte. Jetzt geht's los, Lauf 2, Klasse 750. Das war ein herbes Ding, ein herbes Dingen von Nils Lorenz. Ich konnte es nicht genau erkennen, Stefan, aber ich glaube, der Wheelie war das Problem. Ja, ich habe zum Glück auch nicht genug gesehen, aber es sah so aus, wie du schon sagst, dass er einen Wheelie hatte, aufgesetzt hat und das Vorderrad sich nicht frei gedreht hat und er dadurch komplett die Richtung verloren hat. Das ganze Feld hat super reagiert, er natürlich extrem viele Plätze jetzt verloren und muss sich jetzt erstmal sammeln. Er kam ja schon mit sehr viel Enthusiasmus in die Startausstellung gefahren. Also der war on
gucken wir mal, wo das Ganze jetzt nach der ersten Runde dann landet. Ja, und hinten in Turn 3 hinein, oi, 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 da wird attackiert. Ja. Die 7-5er schenken sich nicht. Also da bin ich mal kurz sprachlos. Sehr, sehr eng dort alles. Nils Lorenz, nein, technischer Defekt bei ihm. Kann hier nicht weiterfahren, hat ein Teil. Auf Start, Ziel verloren, vielleicht war es sogar der Kupplungshebel. Staub, viel Staub. Das ist in die Links hinein und zwar in die erste Links hinein. Was bedeutet, rechts rum geht es sehr, sehr lange nach dem Start. Und dann ist eben Kurve 4, 5 die erste Linkspassage. Und Frank Fischer immer noch auf Position 1. Wir sehen es hier auf die erste fliegende Runde hingesehen. Alexander Kunig dahinter. Schneider auf Position 4. Jetzt kommt leider die Bestätigung, nicht aufgrund von Nils Lorenz, sondern dort hinten in Turn 4. Leider etwas Schlimmeres passiert, von daher wird das Rennen jetzt erst einmal abgebrochen und wir schauen gleich mal, wie es weitergeht. Und damit leider aufgrund eines Unfalls in Turn 4 von Jochen Fronk ein Neustart hier bei den 750ern über 10 Minuten plus eine Runde. Jochen, wenn du das siehst, wünschen dir eine gute Besserung und Frank Fischer ist hier hoffentlich noch voll im Fokus, Startnummer 27, weiterhin auf der Pole Position. Wir starten ganz normal aus der Startaufstellung. Macht uns so ein bisschen zu schaffen. Neustart ist gelungen, war auch jetzt sehr diszipliniert. Die Jungs fahren gerade durch die erste Runde und kommen in wenigen Sekunden über die Kuppe. Schauen wir, wer führt. Ich glaube, es wird ein sehr interessantes Rennen, denn da waren 4-5 nicht dabei. Das Rennen geht jetzt hier über eine verkürzte Distanz. Das hier anschauen, trifft die 750er genau auf den Kopf, schön sauber rund und vor allem sortiert jetzt hier an dieser Stelle nach diesem Rennabbruch und dem Sturz von Jochen Fronk. Zum Glück, denn wir haben ja gerade schon gesehen, die Jungs, wie du es schon so schön sagst, fahren jetzt ganz weich. Bei den 75ern ist es ja auch wichtig, ähnlich wie bei den 600ern, nicht zu aggressiv zu fahren, sondern den Schwung durch die Kurven so ein bisschen beizubehalten. Sehr präzise zu fahren und präzise ist genau das Stichwort für Platz 1. Und ich werde jetzt mal mein Handy zücken und einmal mehr bei den Hafenegger Renntrainings auf das Live-Timing schauen. Denn wir wollen natürlich auch wissen, wie hat sich bisher die Rundenzeit entwickelt in der ersten fliegenden Runde. Und da sind wir bei einer 2:16.6 für Sven Steinbach. Alexander Kunig auf Platz 2, 2:16.6. Frank Fischer 2:17.3.
noch nicht perfekt, aber der lässt sich nicht abschütteln. Er muss nur aufpassen, dass Sven Steinbach da vorne nicht jetzt schon zu weit wegfährt und vielleicht diesen Sieg an sich reißen kann. Es ist eine interessante Dreiergruppe, die sich da bilden könnte. Und wir werden hier weiterhin ein Auge auf sie werfen und werden euch gleich vielleicht auch noch die ein oder andere Perspektive bieten. Insbesondere in der letzten Runde haben wir uns schon wieder überlegt, gehen wir Richtung Turn 14, weil da wird wahrscheinlich dann auch die letzte Attacke aus dem Windschatten wieder fallen. Ganz genau. Sven Steinbach darf hier nicht zu vergessen sein, Gaststarter hier bei den 750ern. Von daher geht es nicht um Punkte, ein wenig die Haare im Wind. Aber Frank Fischer, Alexander Kunig, das dürfte, wie Stefan schon sagte, in der Tat spannend werden. Und da haben wir sie schon. Fischer. Soft unterwegs. Lässt ihr erstmal laufen. Guckt sich das Geschehen an. In der Rechts kam nicht gut durch die Links durch und hatte dann so ein bisschen den Schwung verloren. Also da könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt mal die Rundzeiten begutachten, wenn die Jungs über Start und Ziel kommen, dass Frank Fischer da schon wieder näher rangekommen ist. Kunig konnte auf Platz 2 bleiben, allerdings Frank Fischer und Kunig im Parallelflug schneller wie unser Gaststarter auf der 1, Sven Steinbach. Ja, das wollen die sich natürlich nicht nehmen lassen. Da vorne den noch zu schnappen. Der eine zieht, der andere drückt. Somit das beste Garant für eine schnelle Rundenzeit. Und wir konnten es jetzt hier gerade schön Ende, Start, Ziel sehen. Frank Fischer auf der Bremse. Richtig gut unterwegs. Und die Bremse ist aber das, wo man hier am Slowakiering auch wirklich mal schön schauen muss, dass man reinlaufen lässt. Stefan, die Kurveneingänge sind hier sehr weitläufig. Der Streckenverlauf sehr, sehr flüssig. Und ja, es gibt hier im Ganzen einfach einen guten Rhythmus zu haben. Wir sehen es jetzt dort hinten schon wieder. Ja, der Fischer drückt. Fischer drückt, ganz genau. Er hat ein bisschen den, ja, den besseren Flow, muss man halt einfach wieder sagen. Und natürlich wird auch Alexander Kunig ein wenig ein paar Streckenabschnitte haben, wo er wieder ein bisschen Distanz rausfahren kann. Wir sehen es hier hinten auf Turn 8 zu beim Beschleunigen. Aber auf der Bremse kommt Fischer immer wieder ran. Es ist natürlich jetzt auch schwer, diesen Takt beizubehalten bei einem 10-Minuten-Rennen. Da ja, war Fehler. Und somit ist Fischer auf der 2. Ja, wir konnten es euch leider nicht mit direkt zeigen. Aber ihr seht es dort hinten. Da scheint es aber ein technisches Problem zu geben, ja. Denn er fällt drastisch zurück, ärgert sich extrem. Wir haben es gerade gehört, also das scheint ein großes Problem mit dem Getriebe zu sein. Und somit Frank Fischer. In einer komfortablen Situation. Hier kommt Kim Schneider. Kunig. Ja. Hochschalten geht wohl noch jetzt gerade wieder. Aber leider, leider ist auch Lauf 2 für Alexander Kunig mit einem technischen Defekt beendet. Wir befinden uns in der letzten Runde vom Restart Lauf 2 der 750er. Alexander Kunig, leider mit einem technischen Defekt. Wir vermuten, es ist das Getriebe ausgeschieden. Und daher Frank Fischer neben Sven Steinbach hier auf der ersten Position der German Moto Masters Wertung. Hier hinten wird es aber nochmal spannend, denn wir sehen, Felix Teschen ist vorbeigegangen an Kim Schneider. Das wird sich Kim aber nicht bieten lassen, ist hier schon ja, wieder im Modus und wird es mit Sicherheit hier hinten bei der Zufahrt auf oder an Startziel auf Turn 13 noch einmal probieren. Wir sind gespannt und halten drauf. So, da kommt Frank Fischer, souverän, P1 für ihn. Glückwunsch an dieser Stelle. Und hier Kim Schneider versucht es nochmal, hat aber deinen Abstand hier auf Felix Teschen. Ja, auf der Bremse ist er deutlich stärker. Versucht es hier sogar nochmal außen anzusetzen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Eieiei, und setzt sich durch. Unfassbar, Kim Schneider, P2, wer hätte das gedacht? Mega,
Manöver sauber, fair. Das muss man erstmal schaffen. Und da haben wir wieder den Beweis, die 750er-Rennen. Es ist noch lange nicht vom Teller abgeschrieben, sondern sie bieten wirklich immer noch den geilsten Rennsport. Du sagst es, der geilste Rennsport, vor allem bis in die letzte Runde wird gefightet. Wir sollten auch das Thema nochmal mitgeben, denn kommt ja alle nochmal im Formationsflug an und da wird sich auch nochmal duelliert in die letzte Kurve. Ja, lecco mio. Ja, lecco mio, das ist genau der richtige Wortlaut für diese Fights hier. Und ja, es ist zwar eine Schikane, aber hier auf dem Slowakia-Ring hat man nun mal einfach Platz. Man hat Platz, man kann die Linien so ein bisschen wählen der Effektivität gegenüber. Und das heißt in der letzten Runde Effektivität an dem Vordermann vorbei. Das haben jetzt hier nochmal zwei Leute geschafft. Ich glaube, auch diese Position werden wir uns in der Tausender-Klasse dann wieder nehmen. Denn ja, die Tausender sind die, die als nächstes warten. Und das kann man einfach versprechen, war bisher nur der Vorgeschmack. Tausender, die jetzt kommen, da geht es nochmal richtig. Ja, und wir haben hier wirklich ein schönes Podest. Schauen uns die Auslaufrunde noch einmal an. Wie gesagt, wir haben Frank Fischer, den Pole-Sitter, auf der ersten Position. Dahinter Kim Schneider vor Felix Teschen. Wirklich mega letzte Runde. Kompliment da. Die Rundenzeiten von Frank Fischer als Beste eine 2:16:3, 2:17:1 von Kim Schneider als beste Zeit und 2:17:2 von Felix Steffen. Dahinter Steffen Storz, Mario Arno Lauber, Markus Ninski auf der 7, Marius Czernioch, Michael Schmidt auf der 9 und Jürgen Hillebrand auf Position 10. Und das ganze Fahrerfeld eng beieinander, auch auf Platz 10, 2:19:0, Marcel Klemann 2:19:5. Also da war ein sehr, sehr dichtes Fahrerfeld zusammen. Bis Platz 15 sind sie 2:20er Zeiten gefahren. Also da war alles möglich und wunderbar zu sehen, dass auch die 7-5er solch einen tollen, fairen Fight uns jetzt gezeigt haben. Und ich glaube, Platz 2 und 3 bzw. 3 und 4 wird gleich nochmal im Fahrerlager richtig gefeiert. Ja, der Kim Schneider freut sich wie ein Schnitzel. Ah, hier nochmal schönes Wheelie von Felix Teschen. Und da kommen sie. Nochmal eine letzte Ehrenkurve oder Ehrengerade hier. Sehr, sehr schönes Rennen von euch. Gratulation! In diesem Sinne, Stefan, morgen geht's weiter, beziehungsweise irgendwann dann, wann Lauf 2 bzw. Lauf 3 vom Sonntag fertig geschnitten ist. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei den German Moto Masters. Ciao, ciao. Und damit kommen wir zu der 7-5er-Klasse, die Spektakel bis in die letzte Kurve versprochen hat. Wir haben es zumindest erhofft, sie haben es gehalten und eigentlich derjenige, der es am besten gerockt hat und der die größte Aktion geritten hat, aber super fair. Der steht jetzt neben mir, Kim Schneider. Sensationelles Rennen, was du da heute gezeigt hast und vor allen Dingen sensationelle letzte Kurve, die du in Turn 14 wirklich schon eingeleitet hast und wir an der Planke standen und gedacht haben, wow, 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 zieht das durch. Du hast es durchgezogen, eine halbe Zehntel vor dem Drittplatzierten bist du durchs Ziel gekommen. Erzähl uns mal ein bisschen, wie war es für dich und aus deiner Sicht? Das war an sich so, nach dem Restart muss man an sich Spritsparen fahren, denn da kamen ja 2 bis 3 Runden dazu. Und 3 Runden vor Schluss ging mir die Reservelampe an, da habe ich an sich gedacht, dann nimmst du ein bisschen die Pace raus, um zu gucken, dass ein 3., 4. Platz safe ist. Und als dann der Felix Teschen vorbeikam, habe ich gedacht, okay, fährst du hinten dran und dann guckst du vielleicht ein Manöver in der letzten Kurve zu reiten. Als er dann die Linie zugemacht hat, habe ich mir gedacht, letztes Jahr wurde ich gleich überholt. So wie ich das gemacht habe, habe ich gesagt, probierst du da gleich immer.
Und hat geklappt. An sich die Schikane links nebendran. Er konnte nicht mehr rüberziehen. So war der Platz offen für mich und ich konnte durchziehen. War einfach, also grandioses Gefühl. Ja. Grandioses Gefühl, wir hatten es auch. Wir haben wirklich Schweißperlen auf der Stirn gehabt, weil wir es richtig mit euch gefeiert haben. Jetzt ist der Samstag schon so gut gelaufen. Morgen der Sonntag, Lauf 3 der Meisterschaft. Versprichst du dir noch mehr davon, beziehungsweise mit vollem Tank und vollem Angriff dann vielleicht sogar die Chance auf den Sieg? Oder ist es für dich zufriedenstellend, wenn du auch am morgigen Tag hier im Slowakiering auf dem Podium bist? Ich sag mal so, also jeder gönnt sich ja den Sieg. Aber ich glaube, das wird echt schwer. Also ich habe selbst physische Probleme, aber mal gucken, was rauskommt dabei. Also wie gesagt, steht alles offen, sagen wir mal so. Mal gucken, wie das Wetter auch wird. Ja. Genau, das Wetter spielt natürlich hier auch eine Rolle. War natürlich heute auch relativ nervös vor dem Start. Wir hatten ja auch unsere große Besprechung mit der German Moto Masters, wie wir es dann am Ende regeln. War es für dich in der Nervosität recht schlimm oder war es für dich so, dass du gesehen hast, okay, die 600er fahren, da passiert nichts, die Bedingungen scheinen perfekt zu sein, dass du das dann gut abschalten konntest? Ich bin an sich so einer, wo die Nervosität mag. Also desto mehr Trubel ist, desto stärker werde ich. Und das pusht mich halt nach vorne. Deswegen, ja. Dann machen wir es morgen einfach so, dass wir noch mehr Trubel machen, uns wieder auf ein geiles Rennen freuen und dann die 7-5er-Klasse natürlich auch am morgigen Tag anfeuern werden. Das war es erstmal von dem Samstag und somit machen wir die 7-5er-Klasse zu und sagen danke, Kim Schneider. Super.